Ein Adventskalender vom Grill. Wie cool ist die Idee denn bitte? Bei uns gibt es heute einen Barbecue-Bacon-Semmelknödel-Adventskalender vom Grill. Dieses Gericht ist nicht nur super lecker, sondern es ist auch super einfach, wie ich finde. Denn wir machen nicht viele einzelne Knödel, umwickeln die aufwendig mit Bacon, bepinseln das und. Nein, es kommt einfach alles in eine Form für eine Stunde circa. Wir messen das nachher, Trick zeige ich euch, wie man es macht, auf den Grill. Ja, vergessen, rausholen, essen, genießen und ganz, ganz wenig Stress und super, super leckere Beilage. Diese Beilage ist eine Beilage zu einem Rezeptvideo, was wir jetzt gerade hier im Hintergrund auch schon grillen. Ich verlinke euch das mal hier oben. Das ist dann die Beilage zu dieser Beilage, kann man nicht sagen. Nein, es ist der Hauptfleischakteur zu dieser tollen Beilage. Und ja, es ist jetzt gerade die vorweihnachtliche Zeit. Draußen fängt es an, ein bisschen kalt zu werden. Und man isst natürlich deftiger, aber wenn ich ehrlich bin, ich liebe diese Beilage so sehr. Ich habe es auch schon öfter im Sommer gemacht. Wir fangen damit an, dass wir die Form hier mit Bacon auskleiden. Und wenn wir diese, bevor wir den Bacon auslegen in der Form, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, die Form mit Öl auszupinseln, um sie wirklich nochmal dick einzufetten. Und dann hat man wirklich auch eine Gewährleistung, eine gute Garantie, dass wenn man es nachher stürzt und kippt, sich wirklich alles sauber rauslöst und kein Bacon an der Form festbrennt. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Und ich glaube, es sieht komplizierter aus, als es ist, weil man legt den Bacon einfach nur rein. Und ich glaube, das kann jeder. Um die Füllung vorzubereiten, habe ich hinten auf meinem Seitenkocher schon eine Pfanne platziert. Die wird jetzt gerade warm und ungefähr auf halbe Hitze eingeregelt, denn wir wollen Zwiebelwürfelchen in Butter anschwitzen. Und ich sage bewusst anschwitzen und nicht anbraten oder anbräunen, denn die sollen glasig, vielleicht ein bisschen mehr sein, mit einem ganz leichten bräunlichen Stich, aber nicht mehr. Dann kommt dazu die Milch, das Ganze wird dann aufgekocht und dann Petersilie mit dazu. Das ist die heiße Masse, die wir dann einmal aufkochen und zur Seite stellen. Unsere Milchmasse fülle ich jetzt in eine Edelstahlschale. Ihr könnt natürlich auch einen Topf oder irgendetwas nehmen. Und natürlich nicht vergessen, das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abzuschmecken. Das lasse ich jetzt ein bisschen abkühlen und dann kommen zwei volle Eier hinzu, die natürlich auch erst rein dürfen, wenn die Masse eine Temperatur hat von, ich sag mal, 36 Grad. Also ihr solltet unter dem Stockpunkt der Eier sein, sonst habt ihr gleich ein Rührei gemacht. Also ne, Geduld, Geduld. Und dann kommen die Currybuns, die gewürfelten Currybuns dazu. Diese habe ich jetzt am Vortag schon geschnitten und antrocknen lassen. Ich finde es immer gut, wenn die noch mal ein bisschen Feuchtigkeit verlieren. Ihr könnt die auch frisch schneiden, würfeln und mit reingeben. Oder wenn ihr die Zeit habt, verteilt die Würfel von diesen geilen Currybuns auf einem Backblech und röstet die bei, ich sag mal, 100 Grad für eine halbe Stunde oder sowas im Ofen. Oder eine Dreiviertelstunde, da passiert nicht viel, die brennen nicht an, keine Sorge, aber die verlieren halt eine schöne Feuchtigkeit und ihr bekommt nachher ein schönes Ergebnis, wenn ihr den Knödelteig macht. Und was jetzt diese Currybuns angeht, klar könnt ihr das auch mit alten Brötchen machen, altem Brot oder, aber diese Currybuns, das ist ein Clou. Ich sag euch, das ist ein mega Knödelteig, Wahnsinns-Space für so einen Knödelteig. Meine Frau Greta hat das mal gemacht, wir hatten viel zu viele Buns übrig und dann hat sie Knödel gemacht aus den Currybuns. Ich bin ausgeflippt. Das waren die mit Abstand besten Knödel, die ich jemals gegessen habe. Und ich komme fast aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, aber es ist die geilste Basis für einen Knödelteig. Ich muss es noch mal sagen. Wenn das Ganze natürlich noch zu feucht sein sollte, habe ich hier noch Paniermehl
Und dann kann man noch mal ein bisschen drüber streuen und das Ganze locker einkneten, um das Ganze nicht zu feucht zu haben. Und da muss man so ein bisschen Gefühl für entwickeln, aber eigentlich ist das ganz easy. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr das nicht zu doll zerquetscht mit eurer Hand, denn sonst habt ihr das Problem, dass ihr den Teig zu sehr komprimiert und wir wollen ihn ja luftig locker halten. Nach knapp unter 40 Minuten bei 160, 70 Grad indirekter Deckeltemperatur habe ich jetzt hier bei meinem Teig eine Kerntemperatur erreicht von, was waren das? Ich glaube 80 Grad. Nach meiner Erfahrung ist es so, wenn ihr 70 erreicht habt, seid ihr im grünen Bereich. 80 ist auch okay. Ihr solltet nicht zu hoch kommen von der Kerntemperatur, denn dann kann es natürlich irgendwann trocken werden. Ich sag mal im Bereich von 90, 95 Richtung 100 plus, dann trocknet das Ding aus, je nachdem wie lange es dann auf dem Grill liegt. Warum ist jetzt Kerntemperatur so wichtig und jeder denkt, um Gottes Willen, jetzt müsst ihr hier Kerntemperatur von einem Knödel. Jeder Grill ist anders, jede Temperaturverteilung ist anders und deswegen macht es absolut Sinn, die Kerntemperatur zu messen, weil seid ihr zu früh, zermatscht und zerfällt es euch, seid ihr zu spät, ist es trocken wie ein Brot. Also, das Ganze wird jetzt auseinandergenommen, auf dem Boden gedreht, also gestürzt, um dann den Bacon nach oben zu drehen, also zu hart mit Barbecue-Soße zu bepinseln. Das Ganze wird dann nochmal für, ich sag mal, 5 bis 10 Minuten geglazed, gefinished auf dem Grill und offen, damit die Barbecue-Soße ein bisschen Feuchtigkeit verlieren kann und ein bisschen anzieht. Advent, Advent, der Bacon brennt. Ist das nicht cool? Das ist auf jeden Fall so kitschig übertrieben, dass es schon wieder cool ist. Finde ich zumindest. Ich versichere euch, es ist der beste Kuchen, den ihr je angeschnitten haben werdet. Und sowieso mit den Kerzen hier drin, das ist das Pünktchen auf dem i. Kerzen raus, anschneiden und dann wollen wir das Ganze einfach mal probieren. Heiß. Oh Mann, ich hab so Bock. Also tolle Konsistenz, es lässt sich super schneiden, es klebt nichts, es ist sauber, es ist durch, es ist gar, aber dennoch saftig. Geil. Mmh. Richtig geiler Biss. Auch überhaupt nicht übertrieben mit der Barbecue-Soße. Das sah vielleicht ein bisschen viel aus, aber genau richtig. Der Knödel kommt genau noch gut durch. Die Barbecue-Soße ist schön würzig im Hintergrund. Geil. Mmh. Mmh. Mega. Mmh. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Gucken. Ihr bekommt jetzt direkt gleich noch ein Bild von einem angerichteten Teller mit Fleisch. Und dieses Fleisch-Video, wie wir das gemacht haben, Spider Steak in einer ganz speziellen Weihnachtssoße im Dutch Oven, verlinke ich euch mal hier am Ende. Und dann habt ihr nämlich direkt ein richtig geiles Dutch Oven Fleischrezept zu dieser Mega-Beilage vom Grill. Und ein komplettes Menü. Also, guten Appetit beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Mmh. Heiß.